Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur siebten Season, die von Oktober 2024 bis zum Juli 2025 reichen wird. Und alle 14 Tage möchte ich einen YouTube-Film veröffentlichen. Und diesmal ist das Thema Erzählungen, berühmte Erzählungen in deutscher Sprache aus den letzten zwei Jahrhunderten. Erzählungen, das ist ein Oberbegriff für verschiedene Formen von Texten. Texte, die geschrieben sind, aber auch mündlich tradiert. Und ich möchte, wie gesagt, nur schriftlich geschriebene Texte aus den letzten zwei Jahrhunderten behandeln. Diese Texte wurden alle geschrieben in der Zeit der Industrialisierung, auch der postindustriellen Gesellschaft, in einer Zeit, in der das Bürgertum das Sagen hat. Viele dieser Texte, die ich behandeln werde, werden in Abschlussprüfungen im Fach Deutsch behandelt an den weiterführenden Schulen. Das einfach mal schon vorab gesagt, was für den einen oder anderen von Ihnen vielleicht interessant sein kann. Zunächst einmal etwas zum Begriff Erzählung. Erzählung ist ein Oberbegriff für alle Formen von Geschichten, die mündlich oder geschrieben verfasst wurden. Darunter gehören, wie gesagt, auch die Sage, auch das Märchen, die ursprünglich ja mündlich weitergegeben wurden, aber eben auch solche Erzählungen, die man Novellen nennt oder Anekdoten oder Kalendergeschichten oder dann auch Kurzgeschichten. Und natürlich sind auch Romane Erzählungen, aber wie gesagt, Roman ist sozusagen eine eigene Gattung geworden, weil er sehr viel umfangreicher als eine Erzählung ist. Erzählungen sind in Prosa geschrieben. Das ist zum Beispiel ein Moment, was die Erzählung auszeichnet. Und eine Erzählung hat einen fiktiven Charakter. Lange Zeit wurde die Geschichtsschreibung von der Erzählung unterschieden, weil man gesagt hat, Geschichtsschreibung, das hat etwas mit Dokumenten zu tun, etwas mit historischer Wahrheit, historischer Objektivität. In der Postmoderne ist diese Unterscheidung zwischen fiktiver Narration und geschichtlichen Narrationen fragwürdig geworden, weil man einfach festgestellt hat, dass natürlich auch Geschichtsschreibung zeitgenössischen Perspektiven und Narrativen unterworfen ist. Eine Erzählung, man sagt, man nennt etwas eine Erzählung, wenn man einfach einen etwas schwammigeren Begriff wählen will, im Unterschied zum Beispiel zur Novelle. Eine Novelle hat relativ strenge Regeln, darauf werde ich im Folgenden gleich noch etwas genauer eingehen. Sie ist kürzer als der Roman, eine Erzählung, wobei das auch relativ ist, denn es gibt Erzählungen, die ziemlich lang sind. Wenn Sie zum Beispiel an Michael Kohlhaas denken, das ist eine relativ lange Erzählung. Sie sind länger als Kurzgeschichten, aber auch Kurzgeschichten kann man eine Erzählung nennen. Und so werde ich auch die eine oder andere Kurzgeschichte in dieser Season behandeln. Was man bei den Erzählungen oft hervorhebt, ist die Erzählperspektive. Die Haltung des Erzählers wird sehr oft wichtig bei dieser Art Literatur und sie ist oft Thema von ausführlicheren Analysen. Ich möchte im Folgenden die Kurzgeschichte und auch die Novelle ein bisschen genauer betrachten, da sie die Novelle eben doch relativ strenge Regeln hat. Und man spricht von Novelle, seit es
den Decamerone-Erzählkomplex von Giovanni Boccaccio gegeben hat, einem italienischen Autor aus dem 14. Jahrhundert. Ich möchte genau auf eine Novelle von ihm aus dem Il Decamerone genauer eingehen und Ihnen vorstellen, damit Sie ein bisschen von diesem sehr präzisen Regelwerk der Novelle kennenlernen. Worum geht es in dem Il Decamerone? In dem Decamerone, der Begriff stammt aus dem Griechischen. Deka heißt 10, imera Tage, 10 Tage lang. Und dieser Novellenzyklus wurde wohl geschrieben zur Zeit, als Florenz, Italien, vom Schwarzen Tod, von der Pest erfasst wurde, also 1348, 49, kam der Schwarze Tod auch nach Florenz. Und die Geschichte erzählt nun, diese Geschichtensammlung erzählt nun, wie 7 Frauen und 3 Männer sich auf die Hügel von Florenz flüchten, in ein Landhaus bei Fiesole. Und um sich zu unterhalten in dieser Quarantäne, beschließen sie jeden Tag einen König und eine Königin zu wählen, die ein Thema vorgeben müssen. Und das tun die dann jeden Tag. Und jeden Tag müssen alle 10 Personen zu diesem Thema eine Geschichte erzählen, sodass wir am Schluss von 10 Tagen 100 Geschichten, Kurzgeschichten, Novellen präsentiert haben. Das ist Il Decamerone, das ist berühmt geworden als erste Novellensammlung. Und am 5. Tag in der 9. Geschichte wird nun eine Novelle erzählt, die sozusagen zum Prototyp dieser Gattung Novelle geworden ist. Und das ist die berühmte Falkennovelle von Giovanni Boccaccio. Auf diese Novelle möchte ich etwas genauer eingehen, weil sie wirklich sehr, sehr interessant ist und uns schon einführt in das Thema spannende, kurze Geschichte und Unterhaltung. Ein junger Edelmann namens Federigo di Messer Filippo Alberigi verliebt sich in eine verheiratete Dame, Monna Giovanna, und gibt sein ganzes Hab und Gut aus, um sie zu werben. Die Dame selbst beachtet ihn nicht weiter. Federico kommt um sein ganzes Gut und sein ganzes Habe und muss sich nun verarmt aufs Land zurückziehen. Behalten hat er nur seinen Jagdfalken, das einzige Symbol seiner edlen Abkunft. Die Dame Giovanna wird Witwe, ihr Mann stirbt. Und sie zieht sich mit ihrem Sohn auch aufs Land zurück, und zwar ganz in die Nähe des Ortes, wo Federico wohnt. Der kleine Sohn sieht einmal den Jagdfalken, ist ganz begeistert und wird nun schwer krank und erbittet sich von seiner Mutter diesen Jagdfalken. In ihrer großen Not geht die Dame zu Federico, um diesen Jagdfalken zu bitten. Bei ihrer unerwarteten Ankunft hat Federico nichts zu essen zu Hause und er muss ihr nun eine standesgemäße Mahlzeit präsentieren. Er hat aber nichts, was dem edlen Magen dieser edlen Dame gerecht werden könnte. Und in seiner Verzweiflung tötet er den Jagdfalken und setzt ihn ihr als Speise vor. Die Dame isst, es schmeckt ihr sehr wohl, und als sie gegessen hat, bittet sie Federico um den Jagdfalken, und er muss ihr bestürzt berichten, dass er diesen Jagdfalken für sie geopfert hat und dass sie ihn gerade verspeist hat. Die Dame kehrt fassungslos zurück, der kleine Sohn stirbt, und ihre Brüder bitten sie nun, um sie versorgt zu sehen, noch einmal zu heiraten. Und nun sagt die Dame,
Sie wisse eigentlich niemanden, den sie wirklich heiraten wolle. Nur einen jungen Mann kenne sie, der ihrer wert sei, und das sei dieser Federico. Und so wird nun Federico ihr neuer Gemahl und wird sozusagen standesgemäß wieder in seinen Stand erhoben. Das ist die Geschichte, die Falken-Novelle. Man hat sie auch als sogenannte Ding-Novelle bezeichnet und das zum Merkmal der Novelle gemacht, was nicht immer zutrifft. Diese Geschichte ist wenige Seiten lang. Sie hat wenige Personen. Sie hat einen relativ realistischen Hintergrund, aber schildert trotzdem eine außergewöhnliche, unerhörte, auch skandalöse Situation. Sie hat einen Wendepunkt, eine Peripetie. Und diese Peripetie ist verbunden mit einem Ding, einem Falken, der getötet und verzehrt wird. Dieses Ding, der Falke, daraus hat sich später der Begriff Ding-Novelle ergeben, den Paul Heyse geprägt hat. Und er hat gesagt, diese Novellen enthalten immer einen Gegenstand, an dem sich der Handlungsablauf wendet. Und das war in dem Fall der Falke, aber es kann zum Beispiel auch sehr oft ein Brief sein. Das ist sehr häufig in Novellen, dass sich anhand eines Briefes dann die Handlung wendet. Sie hat einen Handlungsstrang und das sind alles Merkmale, die eine Novelle auszeichnet. Bevor ich auf Genaueres noch eingehen will, was zum Beispiel die Kurzgeschichte betrifft und die Erzählung allgemein, möchte ich noch einmal einen Exkurs machen und Ihnen diese Falken-Novelle nun einmal auch als Mittelalter-Historikerin und Literaturwissenschaftler erklären. Worum geht's in dieser Falken-Novelle eigentlich? Wir befinden uns in einer spätmittelalterlichen Gesellschaft, Mitte des 14. Jahrhunderts, in einem städtischen Umfeld, Florenz, einem Umfeld, in dem Handwerk, Handel, Banken die frühkapitalistische Gesellschaft Fuß gefasst hat und bestimmend geworden ist für die Politik und in der nun eine Gesellschaft, in der nur die Vorstellung vorherrscht, dass jeder in seinen Stand hineingeboren wird. Nach wie vor, das ist die sogenannte Ständepyramide, die das ganze Spätmittelalter, auch die europäische Gesellschaft prägen wird, bis dann die Renaissance einen Wendepunkt in der politischen Haltung bringen wird, eine Gleichheitsgesellschaft und ein Staatswesen in Gang setzen wird. Also im Spätmittelalter ist jeder in seinen Stand hineingeboren. Es gibt drei Stände, Klerus, Adel und den dritten Stand, der Bürgertum und Bauern umfasst. Und nun das Hineingeborensein in einen Stand bedeutet nun sehr viel mehr als nur eine politische Zuordnung. Es bedeutet auch, dass man sich vorgestellt hat, dass jeder Mensch mit angeborenen Eigenschaften auf die Welt kommt, die er nicht veräußern kann. Diese Eigenschaften verändern sich sein ganzes Leben nicht. Und das bedeutet, ein Edelmann wird mit sozusagen Ehreigenschaften geboren. Und diese Ehre, die verbunden ist mit Maße, mit Tugend, mit Ritterlichkeit, diese Ehre muss er sein ganzes Leben leben. Und wenn er einen Punkt dabei vergisst, dann wird sozusagen auch etwas von seiner angeborenen Qualität weggenommen. Die angeborene Qualität, die sein Sein bestimmt, wenn man etwas von dieser angeborenen Qualität verliert,
dann ist das sozusagen so ein Mangel an Sein, so wie es Thomas von Aquin, der große Philosoph und Theologe auch, der das Spätmittelalter geprägt hat, formuliert hat. Nun, genau das passiert Federico. Federico ist ein Edelmann, er handelt edel und zum Edelsein gehört auch, dass man eine Dame verehrt, eine Dame, die aus dem höheren Stand sein muss, die in der Regel verheiratet ist, die unerreichbar ist. Aber Federico vergeht sich gegen seinen Stand, indem er das übertreibt. Er handelt maßlos. Er veräußert alles und das ist nun eben etwas, was nicht standesgemäß ist. Er übertreibt und verliert sozusagen damit auch etwas von seinem Sein und muss nun in einer gegenläufigen Reaktion durch totale Untertreibung wieder seinen ursprünglichen Zustand herzustellen versuchen. Also, wenn man für das Spätmittelalter kann man einfach vom schönen Bild der Waage ausgehen. Und bei einer Waage sind die angeborenen Eigenschaften und die Seinsqualität im Gleichgewicht. Wenn aber nun jemand seine angeborenen Qualitäten vergisst und sich falsch verhält, dann wird er sozusagen zu leicht befunden. Es tritt ein Mangel an Sein ein und er muss nun durch eine gegenläufige Bewegung versuchen, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Und genau das macht Federico. Seine Übertreibung muss er nun durch Untertreibung wieder versuchen wettzumachen. Er muss aufs Land ziehen, er muss wie ein Bauer leben. Das Einzige, was ihm noch bleibt, ist eben dieser Falke, der das letzte Zeichen seiner edlen Abkunft ist. Und genau dieses letzte Zeichen gibt er nun aus Liebe für diese Dame auf. Und damit ist er am Tiefpunkt sozusagen angelangt und hat durch Untertreibung wieder die Chance bekommen, seinen ehemaligen Zustand zu erreichen. Und das erlangt er dann eben auch durch die Gunst der Dame, der edlen Dame, die ihn heiraten wird. Nun, das ist sozusagen der Handlungsablauf, der die Novellen vom Il Decamerone kennzeichnet, sehr viele dieser Novellen, sozusagen der normale Handlungsablauf in dieser Zeit. Und noch etwas zum Falken, zu diesem Vogel. Die Jagd mit dem Falken ist nun die edelste Jagd, die man im späten Mittelalter kennt. Denken Sie an das Falkenbuch von Friedrich dem Zoten, das ziemlich genau ein Jahrhundert früher geschrieben wurde. Dieser Stauferkaiser, der die ganze Zeit in Süditalien gewohnt hat und ein Buch geschrieben hat, De Arte Venandi Cum Avibus. Und darin wird geschildert, dass die Beherrschung eines Jagdfalkens die edelste Form des Jagens ist. Und und das muss man sich noch ein bisschen genauer anschauen. Um so einen Falken abzurichten, dauert es in der Regel 6 bis 10 Jahre. Das ist ganz schwierig, einen Falken dazu zu bringen, dann eben auch wieder auf die Hand des Falkners zurückzukehren. Ein edler Jagdfalke ist ungefähr so viel wert wie heute ein Rolls-Royce oder irgendein anderes sehr, sehr teures Automobil. Nun, das führt auch zum Beispiel dazu, dass Jagdfalken nur in den Händen dieses edlen Standes sein dürfen. Und als Richard Löwenherz auf dem dritten Kreuzzug 1189-90 in Süditalien ist, auf seiner Fahrt ins Heilige Land, reitet er einmal aus und kommt in ein Bauerndorf, geht einfach
in ein Bauernhaus hinein, findet dort auf dem Tisch einen Jagdfalken und nimmt ihn einfach mit, weil ein Jagdfalke eben nicht in das Haus eines Bauern gehört, sondern in die Hände eines edlen Ritters. Und diese Art zu jagen entspricht auch die medizinische Vorstellung aus jener Zeit. Es gibt ab dem Spätmittelalter langsam Aufzeichnungen von Medizinern oder Speisebüchern, in denen geschildert wird, was jeder Stand essen soll, um gesund zu bleiben. Und so gibt es nun Vorschriften, dass zum Beispiel der Klerus sich eigentlich eines Verzehrs von Fleisch enthalten soll. Er lebt ja zölibatär, also auch die Fleischeslust ist hier eingeschränkt. Also soll er auch so wenig oder fast gar kein Fleisch essen. Und das ist nun genau die Zeit, in der überall in Europa Fischteiche angelegt werden. Und von diesen Fischen ernährt sich dann sozusagen der Klerus. Der dritte Strand, das ist genau vorgeschrieben, soll alles essen, was direkt am Boden wächst oder unterhalb des Bodens in dem Wurzelwerk. Und der zweite Strand, der Klerus, soll nun alles essen, was über dem Boden und zwar höher wächst, also auch in Baumhöhe oder eben was er in der Luft erjagen kann. Und das ist eine Zeit, in der der Adel Vögel aller Art ist, die heute für uns fast ungenießbar geworden sind. Die edelste Art nun, etwas zu jagen und auch zu essen, ist etwas, was in der Luft gefangen wird und selbst in der Luft fliegt. Und Falken fangen nun eben auch andere Vögel. Und die Verspeisung dieser Nahrung ist das, was einem Edlen gebührt. Es gibt dann auch sehr lustig anmutende Geschichten. Was passiert, wenn jemand sich nicht an diese Nahrungsvorschrift hält? Er wird nämlich schwer krank und im Zweifelsfall und im ganz schlimmsten Fall stirbt er auch. Das ist ganz interessant zu beobachten. Nun, genau das tut der edle Ritter. Er weiß, er kann der Dame nur eine Speise vorsetzen, die ihrem Stand, ihrer Körperlichkeit entspricht. Er muss eigentlich etwas haben, was in der Luft fliegt. Und das hat er nicht zu Hause, also bleibt ihm nichts anderes übrig, als genau das zu opfern, was alles andere jagt, was in der Luft fliegt. Nämlich den Falken. Und so hat diese Geschichte, die sehr edel ist, tatsächlich historisch realistische Hintergründe, die man eigentlich kennen sollte, wenn man sie sich genauer anschaut. So, das war etwas zur Novelle. Wie gesagt, das ist einmal eine Ausnahme, dass ich eine italienische Novelle kurz besprochen habe. Ich werde mich in dieser Season wirklich nur auf deutsche geschriebene Erzählung der letzten zwei Jahrhunderte beschränken. Noch etwas zum Begriff Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte, das ist eigentlich eine Übersetzung aus dem Englischen, Short Story. Und diese Kurzgeschichten entstehen auch eben in der industriellen, bürgerlichen Welt. In einer Welt, in der nun ein neuer Leitspruch gang und gäbe geworden ist, nämlich Time is money, Zeit ist Geld. Und so muss man die epische Länge eines Romans oft herabkürzen zu einer Kurzgeschichte, die man dann zum Beispiel eben auch in Zeitschriften veröffentlichen kann. Berühmt sind die Kurzgeschichten, Short Stories von Edgar Allan Poe geworden, aber das reicht bis hin zu Kurzgeschichten von Ernest Hemingway und bis in unsere heutige Zeit. Die deutsche Kurzgeschichte hat ihre Epiphanie, ihren neuen Beginn, vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, als sehr viele Autoren sich dieser Form zugewendet haben, um vor allem auch das Dritte Reich
zu verarbeiten. Zu meiner Zeit hat man im Abitur eben noch gelesen, Wolfgang Borchert, Nachts schlafen die Ratten durch. Es gibt Kurzgeschichten von Ilse Eichinger, Heinrich Böll, Elisabeth Langesser. Diese Dame habe ich erwähnt, als ich in der letzten Season die Autobiografie von Cordelia Edwardson besprochen habe. Marie-Louise Kaschnitz, das sind eigentlich alles Autoren, die ich auch persönlich sehr schätze. Eine kanadische Schriftstellerin wurde 2013 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt, Alice Munro. Und diese Dame hat nur Kurzgeschichten geschrieben und dadurch wurde die Kurzgeschichte auch nochmal sozusagen in den Rang der Weltliteratur gehoben. Also, was ist nun noch das Besondere, was eine Kurzgeschichte ausmacht, im Unterschied zu dem Oberbegriff Erzählung? Sie ist, wie gesagt, kurz, sehr pointiert, eine sehr komprimierte Handlung, sehr komprimierte Gestaltungsmomente, auch oft eine zeitlich sehr kurze Spanne wird in diesen Kurzgeschichten beschrieben. Und sehr oft hat sie Momente, die rätselhaft bleiben, sodass sich der Leser eigentlich nach dem Ende fragen muss, was ist eigentlich passiert? Der Schluss ist oft offen oder auch mehrdeutig und regt zum Nachdenken an. Kurzgeschichten sind in Alltagssprache geschrieben, also nicht in einer gehobenen Prosa, manchmal sogar in Jargon. Sie schildern oft einen wichtigen Abschnitt im Leben der Protagonisten und einen Wendel, eine Peripatie, wie wir das in anderer Form ja auch schon in der Novelle hatten. Ich werde eben in dieser Season unter dem Begriff Erzählung Novellen behandeln, Kurzgeschichten, keine Romane, alle möglichen Formen, Arten von Erzählungen, aber eben kürzer geschriebene Texte, die auch für einen Leser leicht zu bewältigen sind. Was für Texte will ich dran nehmen? Ich wollte beginnen mit E.T.A. Hoffmanns Erzählung Fräulein von Scudery und habe dann festgestellt, dass ich die schon genau besprochen habe in einer Season am 26. Februar 2022. Das war in der Season über romantische Liebe, die 20. Sitzung. Wenn Sie wollen, ich empfehle es Ihnen, sehen Sie sich diese Season, diese Folge noch einmal an. Da wird eben eingeführt auch in eine Kurzform, in eine Erzählung. Ich will dann das nächste Mal beginnen mit Heinrich von Kleist. Da von ihm werde ich zwei Kurzerzählungen behandeln. Mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr. Keller, Gotthelf, Droste, Storm, also die klassischen Erzähler, Autoren des 19. Jahrhunderts, möchte ich einmal mir anschauen. Schnitzlers Fräulein Else, von Kafka möchte ich denke, zwei Erzählungen mir genauer anschauen. Von Thomas Mann, zwei Erzählungen. Hesse, vielleicht Eichinger, Günter Grass, Uwe Timm. Und ich möchte schließen mit Clemens J. Zetts Erzählungen, die auch in den letzten Jahren Furore gemacht haben. Also das ist der Plan für diese Season 7, die eben Erzählungen in deutscher Sprache aus den letzten zwei Jahrhunderten behandeln wird.